Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute habe ich für euch ein kleines Opening und zwar von einem Produkt, das schon ein bisschen raus ist, aber ich hatte vorher noch nicht so wirklich die Möglichkeit, ein Opening dafür zu machen oder es waren einfach andere Sachen, die ich erstmal wichtiger fand, aber jetzt habe ich die Zeit gefunden und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wir gucken uns nämlich heute das Speed Duel GX Duelist of the Shadows an. Mega cool, das ist mit mehreren Decks hier drin sind, aber das wirklich coole, wo wir glaube ich alle Bock drauf haben, sind die Secret Rares. Es sind nämlich einige echt coole Secret Rares und Reprints drin, die wirklich, wirklich nice sind und sehr nostalgisch. Und ich habe mega Bock, das aufzumachen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Gate to the Games, die mir das haben zukommen lassen. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum. Lasst mir sehr gerne, bevor es losgeht, Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen. Checkt den Link zu Gate to the Games aus, da kriegt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode, wenn ihr was findet. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt ins Opening und gucken, was wir so bekommen können. Los geht's. So Leute, da ist das Ding. Ich habe es tatsächlich auch schon aufgemacht. Also einfach den Teaserfilm hier schon mal aufgeschnitten. Aber noch nicht reingeguckt und ja, die Box sieht auf jeden Fall richtig geil aus, finde ich, mit den heiligen Ungeheuern und Yu-Gi-Oh! GX war für mich eh eine der, ja, also mit dem Original-Anime so die Zeit, wo ich den Anime hauptsächlich geguckt habe und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und wir gucken einfach mal rein. Speed Duel, oh ja, das sieht doch schon mal richtig, richtig schön aus. Die Secret Wrestling, glaube ich, noch das Highlight, deswegen da gucken wir gleich drauf. Das sind, glaube ich, jetzt die Inhalte, die halt immer drin sind. Hier so ein Vampir-Deck. Ein böser Held-Deck. Also immer so. Okay, und hat auch direkt mehrere Spielmatten. Also generell muss ich sagen, ist das halt einfach voll cool, weil wenn man sich das holt, kann man seinen Freunden halt direkt anfangen zu zocken. Speed Duel ist ja auch ein bisschen simpler oder noch deutlich simpler als das TCG. Und ja, wir machen das einfach mal alles auf, auch wenn ich nicht weiß, also wobei mit den Karten kann ich auf jeden Fall was machen, aber ich spiele halt kein Speed Duel. Nicht, weil ich es schlecht finde oder so, ich habe auch Duel Links gespielt, aber gerade einfach zu viel anderes cooles Zeug im TCG, für mich persönlich zumindest. Und ja, aber wir gucken einfach mal. Das hier sind die, ja, die Fähigkeitskarten, die ja sich, einer der größten Unterschiede sind. Und ach, tatsächlich ist hier, glaube ich, auch noch ein Deck. Dunkler Skorpion. Ja, okay, das sind wirklich alles auf Karten, die man aus dem Anime kennt. Diese Folge, wo die in dieser komischen Welt sind mit den Pharaonen und so. Mega cool, mega weird. Auch ein bisschen. Okay, Dark World, stimmt. Dark World, klar, kommt auch im Anime vor. Ja, schon irgendwie spannend. Noch ein paar Zombies, ein paar so generische Karten. Und boah, die fand ich auch immer ultra cool. Dieses Deck habe ich auch geliebt, als es im Anime vorkam. Okay, ich habe mir das direkt nachgebaut, als es ging. Dieses mit dem Banishen fand ich immer geil. Der ist ja auch eher einer der coolsten Elementarhelden. Ja, mega, mega cool. Und ich glaube, diese ganzen Karten, die gibt es auch als Secret Rare theoretisch. Und ja, generell einfach gute Karten hier auch drin. Also, manche Leute stört es ja, dass hier Speed Duel draufsteht. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Nur für die Leute, die es nicht wissen, bei Speed Duel ist so, die Speed Duel Karten, außer die Fähigkeitskarten natürlich, kann man alle im TCG benutzen, nur umgekehrt geht es halt nicht. Also man kann keine TCG-Karten bei Speed Duel benutzen, weil die ja deutlich hinter dem TCG sind. So, ja, wir gucken uns die Sachen hier auch einfach noch an. Aber ich glaube, das Highlight, auf das wir alle hinarbeiten, weil das hier sind ja alles Karten, die glaube ich immer gleich sind. Ja, diese Decks sind ja quasi schon ja, recht gebaut. Ich glaube, was sind hier von da drauf? 8 spielbereite Decks. Und das ist natürlich schon richtig, richtig geil. Also, gerade wenn man mit seinen... Oh, Leute, die Classics. Einfach die besten, wirklich. Ja, das ist einfach so cool, wenn man mit Freunden direkt losspielen will. So, es ist einfach super. Hier auch guter Reprint auf jeden Fall, super Poli. Ja, das ist einfach super cool. Diese Karte hier auch mega nice. Eine Red Eyes Reprint. Super, super cool, wirklich. Also ich feiere das extrem. Hier auch sehr guter Reprint einfach. Also auch für TCG-Spieler ist hier auf jeden Fall was dabei, sage ich mal. Ja. Da machen wir die jetzt noch einfach schnell auf, gucken da nochmal rein. Und dann kommen wir aber auch schon. Okay, die Vampirkarten. Dann kommen wir natürlich auch zu den Secret Rares. Ja, sieht aber alles sehr, sehr cool aus. Auch guter Reprint natürlich. Amazonisch Karten. Das ist wirklich super, super nostalgisch gerade. Also,
Ich kann mich wirklich noch an die ganzen Folgen erinnern, wo diese Karten im Anime auch vorkamen. Einfach super, super cool. Das sieht auch ziemlich geil aus. Noch ein türkisches Begräbnis. Ja, super, super cool. Und hier, ich denke mal, hier ist jetzt auch das Deck von dem Banner. Hier heißt der, glaube ich, hieß der, glaube ich, ne? Der mit der Katze, der chillige, verpennte Lehrer, der dann am Ende, ja, so eine Art, schon Bösewicht ist, aber irgendwie nicht so richtig böse, keine Ahnung. Aber boah, dieses Deck habe ich so geliebt, dieses Banish-Deck, so geil. Auch einer der Gründe, warum ich Kenmaju so mag. Didi Crow auch sehr guter Reprint. Oh, hier ist er, gerade noch von gesprochen. Geile Karte. Sehr, sehr cool. Die Karten sehen tatsächlich ein bisschen anders aus. Irgendwie, die haben so einen Glanz, den sie im TCG, glaube ich, nicht haben als Common. Sieht ein bisschen weird aus, finde ich, aber gut. Warum nicht? Hier noch ein bisschen Support für die Sacred Beasts. Auch sehr, sehr cool. Ich frage mich, ob die hier auch als Commons drin sind, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind die einfach alle als Secret Rare drin und dann die anderen sind irgendwie random. So, ja, jetzt sind wir durch die Commons durch, aber jetzt kommen wir natürlich zu dem, warum wir alle hier sind, und zwar zu den Secret Rares. Die sind ja, glaube ich, random, soweit ich weiß, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, Secret Rares. Vor allem die Speed Duel Secret Rares, die sehen auch einfach qualitativ so unfassbar gut aus, finde ich immer. Ultra schön. Ja, Uria. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt fürs TCG jetzt diesen Reprint gebraucht hätte, aber es ist ja auch kein TCG-Produkt in dem Sinne. Und in Speed Duel gab es die, glaube ich, einfach noch nicht in so einer geilen Rarity. Deswegen ultra cool. Natürlich Hamon auch. Auch einfach super, super nice. Rabiel, okay, wie vermutet, die sind, glaube ich, immer drin. Und ich glaube, das, was jetzt kommt, könnte halt random sein. Elementarheld, glänzender Flügelmann. Wunder, also wirklich wunderschön. Das Secret Rare kommt komplett nice. Super, super geil. Dann den bewaffneten Drachen Level 10. Auch super, super, super cool. Einfach eine wunderschöne Karte. Oh ja, Verlockung der Finsternis. So eine Karte, die, also, sehr geil, weil hier sieht man sogar ein bisschen die Rarity. Weil es gibt die Karte, glaube ich, sogar im Ultimate Rare auch. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber das sieht man halt kaum. Und ach, das hier sieht schon wirklich, wirklich schick aus. Sehr cool. Ja, dann natürlich Cyber Dragon, der OG. Mega, mega schön. So eine geile Karte. Und der rotäugige, finstere Drache. Also wirklich, das sind Karten, ja, wirklich über jede einzelne freue ich mich einfach als Secret Rare. Und wie gesagt, mich stört das mit dem Speed Duel überhaupt nicht. Ich finde, diese Karten sind wunderschön. Also wirklich Respekt auch für die Qualität. Die sehen so geil aus. Ja, und tatsächlich, also gerade die Verlockung der Finsternis wird es auch in eins meiner Decks schaffen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es wirklich mal random ist, weil es wirkt schon so, als wären das schon echt so die Hauptkarten. Ich meine, die drei Heiligen Ungeheuer hier, die von Jaden, von Zane, von Chess und von Atticus, so. Aber es gibt noch mehr Secret Rares, von daher denke ich mal schon, dass es random ist, bis auf die drei. Super, super cool. Also, ja, gerne, gerne mehr Openings für mich persönlich mit noch mehr Secret Rares. Auch an der Stelle nochmal Dank an Gate to the Games. Ich finde, das ist wirklich ein super, super schönes Produkt. Und ja, Leute, mega, mega cool. Und wer Bock drauf hat, sollte sich auf jeden Fall mal reinziehen. Gerade für Speed-Duel-Spieler ist das hier, glaube ich, wirklich ein Top-Produkt und unfassbar nice. Yo, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. War einfach ein kleines, aber hoffentlich für euch auch feines Opening. Ich finde diese Secret Rares mega, mega cool. Ich werde mir auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch ein paar davon bestellen. Gerade so Allure of Darkness und so. Einfach mega, mega coole Karten, die man immer gut gebrauchen kann. Und deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was das ist. Ich bin ja mal schnell durch alles durchgegangen. Generell finde ich einfach super cool, diese Art von Produkten, dass man einfach 8 Decks hat. Man kauft sich eine so eine Box, kann direkt mit seinen Freunden loslegen und so. Mega, mega cool. Und ja, mich würde auch sehr interessieren, was ihr davon haltet. Deswegen schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und lasst mir auch sehr gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich extrem freuen. Checkt den Link zu Gate to the Games House und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.